und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy Online. Ja, wir sind natürlich hier stehen geblieben, wo wir letztes Mal am Spielen waren, logischerweise. Und zwar ist das, ich weiß gerade gar nicht, wo wir überhaupt sind, im Jadeweiher-Ufer. Sind wir doch hier, ne? Ja, das sind wir. Der Stubben, genau, wir sind zum Stubben gegangen. Jetzt muss ich nur ein bisschen gucken, weil ich nämlich gleich nicht alleine sein werde. Ich werde mit einem Teil meiner Gilde aufnehmen. Das heißt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen weitermachen und ich denke mal, in der nächsten Folge, ja, werden wir dann auch den Teil sehen, den ich dann mit der Gilde aufnehme, beziehungsweise mit einem Teil der Gilde aufnehme. Jetzt muss ich gerade mal schauen, habe ich hier noch irgendetwas? Nee, ich habe aber noch mit Null den gesegneten Baum sprechen. Deine Freunde gingen, achso, deine Freude, ja, das lasse ich erstmal außen vor, an der Gelbschlangenpforte mit dem Sprechen und Mokri Stubben untersuchen. Ach, das ist da oben, das ist gar nicht direkt hier, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, laufen wir da erstmal hin. Ich muss mich erstmal wieder eine Steuerung gewöhnen. Hilfe. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr spielen können. Ich muss aber doch den Weg laufen, oder? Ich weiß noch nicht, was das da oben... Oh Gott, du kannst von hier aus die offizielle Spielanleitung sehen. Die will ich aber nicht sehen. Was soll denn der Quatsch hier immer? Da ploppt immer irgendetwas auf, was sehr, sehr nervig ist, finde ich. Oh, Frostfungus. Musste ich die nicht auch... für mein Bestarium noch machen. Genau, zwei Stück brauche ich noch. Okay, dann hauen wir die doch mal eben weg hier. So, wir hatten ja schon mitbekommen. Okay. Achso, genau, mit rechts musste ich steuern, damit der sich nicht immer dreht. Genau, das war das. Na, ah, was man nicht alles so vergessen kann, wenn man mal einen Tag nicht gespielt hat zwischendurch. Aber ich muss ja immer mal wieder Resident Evil spielen, das ist es ja gerade. Was willst du mehr? Ich will wissen, wo ich hin muss. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Fate erfolgreich. Keine Ahnung, was das jetzt heißen soll, aber wir sind wohl auf der richtigen Spur. Wohl. Hä? Muss ich hier hoch oder was? Muss ich hier durch? Muss ich mich jetzt verstecken? Oh Gott. Schauen wir noch mal eben nach der einen Sache hier. Baumschrat. Ah, da hinten leuchtet was. Stehen noch ganz viele Spieler. Das ist normalerweise immer ein gutes Zeichen, dass ich da hin muss. Was musste ich hier überhaupt? Achso, den Stubben untersuchen. Genau, das war das. So. Da ist ein Schwert. Nun beginnt ein Instant-Kampf. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Okay. Lies dir den Tutorial-Text gut durch und stell dich dann der Herausforderung. Okay. Den Kampf von Freund oder Feind beginnen. Dieser Inhalt unterliegt einer automatischen Stufenanpassung. Wenn dein Charakter den folgenden Wert übersteigt, wird eine entsprechende Anpassung vorgenommen. Stufe 9. Ja, nö. Den habe ich definitiv noch nicht überstiegen. Aber wir werden jetzt, denke ich mal, unseren ersten kleinen Bosskampf machen oder sowas. Ich weiß es nicht. Die anderen sammeln sich auch gerade schon in der Gruppe. Da bin ich mal gespannt. Hey, da ist uns jemand zuvorgekommen. Das ist... Hä? War ich das jetzt? Nee. Ach du meine Güte. Da steckt ein Schwert drin? Das ist aber gar nicht gut. Warum ist das jetzt vertont? Das ist so schön, dass das vertont ist. Sowas bringt schnell Ärger.
Als wir mal mit einem Luftschiff abgestürzt sind, wurden wir von einem riesigen Baumschrei durch den halben Wald gejagt. Ist das vielleicht unsere verdächtige Gestalt? Das war natürlich mal wieder Papa Limos Schuld. Aber der feine Herr würde lieber seinen Stab verschlucken, als seine Fehler einzugestehen. Nein, nein, das glaube ich nicht, Truppo! Kuplokop, kennst du sie etwa? Wir sind in derselben Kutsche gefahren, Kupo. Erinnerst du dich? Und? Wie sind die Werte? So, ich muss ja drücken. Genau wie vorhin. Auch hier wurde der Äther empfindlich gestört. Ganz vor kurzem. Wenn Kuplo recht hat und du unschuldig bist, wer könnte dann der Übeltäter sein? Seit der Katastrophe vor 5 Jahren ist der Wald äußerst empfindlich. Der kleinste Wirbel im Ätherfluss und... Schon passiert sowas. Uns bleibt wohl keine Wahl. Okay. Hilfe? Der sieht so groß aus. Oh, das war die Heilung. Also das Neue funktioniert so gar nicht mit dem. Hallo. Hä, der ist gar nicht tot. Jetzt alle her. Hilfe! Hallo, wieso bleibst du nicht bei dem Ziel, wo du hin sollst? Aber da ist jetzt gerade noch mehr auf mich am Einschlagen. Hilfe! Hallo? So kann ich mich nicht bewegen.
war's? Ah! Runde 2? Nee. Trägerin des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Durch deine Taten offenbaren sie sich. Schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. Na, der Äther ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Du bist einfach umgekippt. Und wen haben wir hier? Den Übeltäter. Das war kein gewöhnlicher Ixal, sondern ein Häuptling. Er hat sich ganz schön weit vorgewagt. Vielleicht
wurde er dazu gezwungen. Hier ist Papa Limo. Wir haben Wie fühlst du dich? Gefunden. Besser? Ein Exalhäuptling. Ja, wir werden Esumian um Rat Ein fragen. Großer Kristall? Ida? Siehst Hör du vielleicht auch Sterne? Keine Sorge. Wieso darf ich nicht reden? Verstanden. Ich melde mich wieder. Kuplokop, bitte berichte Esumian, was hier vorgefallen ist. Klaro, Kupo! Wir müssen weiter. Pass auf dich auf und bis bald. Ach ja, das Schwert könnte wichtige Hinweise liefern. Bring es zum Klageregiment am Stubben. Halt mal. Glaubst du, die Abenteurerin konnte Kuplokop sehen? Na, das fällt dir ja früh auf. Ich hatte zumindest den Eindruck, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Du hattest den Eindruck? Na, darauf ist ja bekanntlich Verlass. Was, Papa Limo? Wie du meinst, Ida. Ja, ich bin gerade ziemlich begeistert. Ups, das ist schon wieder die falsche Taste gewesen. Kann ich das jetzt so mitnehmen? Weil ich soll ja eigentlich das Schwert mitnehmen. Interagieren. Okay, gut. Ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr begeistert. Mich greifst du jetzt aber nicht nochmal an, oder? Dass da jetzt mittlerweile auch so Sequenzen kommen, die dann auch noch vertont sind und so weiter. Das hatten wir bisher noch nicht. Also gut, jetzt so ein paar Videos zwischendurch hatten wir schon. Aber jetzt noch nicht so als, als Quest sozusagen nebenbei. Das finde ich unheimlich geil gerade. Vor allen Dingen vertonte Quests, also wo die dann auch richtig schön reden, weil bisher musste ich ja immer alles vorlesen. Im Schauen, in die Richtung müssen wir, ne? Da ist zwar ein... Ach so, ganz hinten. Ja, okay. Konnte ich nicht damit eigentlich sprinten? Ja, anscheinend geht's irgendwie nicht. So, och, erschreckt mich doch nicht so. Bleib doch einfach sitzen. Kann ich hier runterspringen? Ohne mir was zu tun. Okay, gut. Bitte schießt nicht auf mich. Was ist das denn? So, dann sprechen wir nochmal kurz mit ihm. Eve, da bist du ja zurück. Einer unserer Leute hat Kampfgeräusche gehört, war aber zu weit weg, um einzugreifen. Ist alles in Ordnung? Scheint so. Hoffentlich konntest du am Mokri-Stuben etwas herausfinden. Ja. Dieses Schwert steckte drin und ein totaler Ixer lag... ein toter Ixer lag daneben. Nun, das ist auf jeden Fall ein Ixal-Schwert, und zwar ein Zeremonialschwert. Es wird nur bei bestimmten Stammesritualen eingesetzt. Die Ixal setzen sonst kaum einen Fuß in dieses Gebiet des Waldes. Der Mokri-Stuben ist ja genau vor unserer Nase. Was haben sie nur vor? Was meinst du? Zwei Personen mit seltsamen Messgeräten? Haha, dann hast du wohl Bekanntschaft mit Ida und Papal-Limo. Ich kann es nicht aussprechen, gemacht. Sei beruhigt, die beiden sind auf unserer Seite. Zwei Weise von weit her, die das Klageregiment und Nofikas Schar schon lange vor der Katastrophe unterstützt haben. Ihre Gewänder und Gespräche sind vielleicht etwas eigentümlich. Naja, sie lief in Unterwäsche rum. Aber sonst ist nichts vor ihnen zu befürchten. Aber ihre Stiefel waren übrigens geil nebenbei bemerkt. Über die verdächtigen Personen haben wir zwar nichts erfahren, aber dafür umso mehr über die Ixal. Wie dem auch sei, vielen Dank, Eve. Wir können uns glücklich schätzen, eine so fähige Mitstreiterin wie dich an unserer Seite zu haben. Abschließen. Perfekt. Ja, dann würde ich jetzt sagen, da steht jetzt nichts drin. Da würde ich jetzt sagen, dass ich
jetzt hier nochmal keinen Screenshot mache, sondern eigentlich nur alles ausschalten wollte, nochmal einen kleinen Cut machen werde, bevor ich die nächste Aufgabe annehme, weil ich mal eben nachhören muss, ob die anderen denn schon so weit sind oder ob sich das Ganze noch ein wenig verzögert. Bis dahin machen wir mal hier einen kleinen Cut und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.